Hallo, ein besonderes Jahr geht zu Ende. Seit vielen Jahren sind die Kollegen und ich immer vor Weihnachten unterwegs, um unseren Kunden, Partnern und Freunden ein Weihnachtspräsent zu überbringen und gemeinsam das Jahr Revue passieren zu lassen, gemeinsame Projekte zu besprechen, aber auch in die Zukunft zu schauen. Dieses Jahr dürfen wir selbstverständlich pandemiebedingt nicht bei den entsprechenden Firmen vorbeischauen, bei den entsprechenden Menschen, unseren Partnern vorbeischauen. Deswegen haben wir uns entschieden, dieses Jahr einen Weihnachtsgruß aus unserem Studio 34 hier in Leonberg aufzuzeichnen. In den vergangenen 9 Monaten haben wir sehr viel gelernt. Dinge, die wir nie wissen wollten, über Mikrobiologie, den digitalen Zustand der deutschen Schulen, die Langfristigkeit der Planung in der Politik, aber auch sehr schöne Sachen, neue Geschäftsmodelle, digitale Chancen, hybride Konzepte, Dinge, die wir gemeinsam entwickeln können für die Zukunft. Es war eine sehr intensive Zeit zwischen Bangen und Hoffen. Ständig ist uns die Geschichte passiert, dass Veranstaltungen oder Messen, die dann geplant wurden, in der festen Hoffnung und auch teilweise im festen Glauben, dass sie stattfinden können, wurden wieder abgesagt. Wir haben uns sehr früh mit den digitalen Möglichkeiten auseinandergesetzt, auch bedingt durch unsere Digitaltochter MLD Digits in München. Wir haben bereits im März hier unser Studio 34 eröffnet, um die Möglichkeit zu eröffnen, abseits einer vielleicht grünstichigen oder zumindest mal farbstichigen, unscharfen Präsentation aus dem Homeoffice unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, Präsentationen in einem CI-gerechten, adäquaten Umfeld stattfinden zu lassen. Wir haben tolle Aufzeichnungen, tolle Live-Sendungen mit Kunden gemacht. Wir haben Webinare für uns selbst veranstaltet. Ich habe angefangen, seit April auch selbst vor einer Kamera zu stehen. Ein Thema, was ich noch im Dezember abgelehnt hatte, ich könnte jemals ein Webinar halten. Und so haben wir sehr, sehr viel gelernt und haben inzwischen doch relativ viele Ideen, Konzepte und auch Angebote konkret, um über die Zeit zu kommen, um nach wie vor im Kontakt mit Kunden zu bleiben, die Kommunikation mit dem Markt bestehen zu lassen. Und natürlich ist es so, dass die Möglichkeiten, die wir neu geschaffen haben, nicht das Volumen haben, um die weggefallenen Aufträge im Bereich Messen und Veranstaltungen aufzufangen. Aber es ist doch schon einiges und wir sind sehr zuversichtlich, dass das ab Januar massiv nochmal ansteigen wird. Wir haben einige sehr schöne Projekte konkret in der Vorbereitung. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch für die Kollegen in der Veranstaltungstechnik bald wieder mehr zu tun haben werden. Ganz anderes Bild ergibt sich in München bei den Kollegen von MLD Digits. Da hat sich binnen Jahresfrist die Anzahl der Mitarbeiter mehr als verdoppelt. Wir haben seit März tolle Webprojekte gemacht. Wir entwickeln das Ganze weiter zu einer Eventplattform, wo sich eben mehr Möglichkeiten bieten werden in Zukunft, wo wir auch konkrete Projekte gemeinsam mit Kunden vorantreiben, um das Lead-Nurturing oder auch die Lead-Generierung eben über so ein hybrides Konzept im Internet über unsere Messe 34 dann abbilden zu können. Wir haben hier in Leonberg mit unserem Extended Reality Studio dann die Möglichkeit, eben auch live aus einem digitalen Messestand gewissermaßen zu senden. Und letzten Endes bin ich doch überzeugt, bei all den coolen digitalen Tools, die wir, aber auch andere entwickeln, wird die persönliche Kommunikation, die persönliche Begegnung wiederkommen. Wir werden wieder Veranstaltungen erleben, wir werden wieder Messen erleben. Dennoch werden viele der neu gelernten, der neu gewonnenen Dinge erhalten bleiben. Und wir werden gemeinsam neue Konzepte entwickeln können. Die Veränderungen werden teilweise bleiben. Wir werden zukünftig, zumindest mal die nächsten Jahre, sicherlich immer in Hybrid denken. Es wird keine reine Präsenzveranstaltung wahrscheinlich auf absehbare Zeit, zumindest international, geben. Aber das Ganze, glaube ich, ist eine sehr positive Geschichte. Bei all dem Negativen, was uns die Pandemie gebracht hat, was für Belastungen und sicherlich auch Leid
teilweise über Menschen gekommen ist. Wir haben die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Veranstaltungskonzepte. Und vor dem Hintergrund sehen wir der Zukunft positiv entgegen. Ich bin überzeugt davon, ein Großteil der Pandemie liegt zumindest zeitlich schon hinter uns und es wird aufwärts gehen. Ich wünsche Ihnen ein gesundes und frohes Weihnachtsfest. Sicherlich dieses Jahr ein wenig einsamer wie sonst. Aber wie gesagt, ich glaube, ein Ende ist in Sicht. Die wissenschaftliche Entwicklung hilft uns da zumindest mal für die zweite Jahreshälfte sicherlich wieder zu sehen, dass wir uns persönlich treffen dürfen. Und darauf freuen wir uns und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest.